Houston Stuart Chamberlain. Über die Treue. Es ist einer der großartigsten Züge spezifisch germanischer Lebensauffassung, welcher in der Bildung dieser Gefolge mitspricht. Der Zug der Treue. Unverstanden dem Römer, unerlässlich dem Germanen, bestimmt es schon damals jenes ewig wiederkehrende deutsche Bedürfnis engster persönlicher Aneinanderkettung, vollen Aufgehens ineinander, gänzlichen Austausches aller Strebungen und Schicksale. Das Bedürfnis der Treue. Die Treue war unseren Altvorderen nie eine besondere Tugend. Sie war der Lebensdom alles Guten und Großen. Auf ihr beruhte der Lebensstaat der früheren, auf ihr das Genossenschaftswesen des späteren Mittelalters. Und wer wollte sich die militärische Monarchie der Gegenwart denken ohne Treue? Und wer den großen Schicksalskampf unseres Volkes in diesem Jahrhundert ohne Treue? Man sang nicht bloß von der Treue, man lebte in ihr. Das Gefolge der Frankenkönige, die Hofgesellschaft der großen Karolinger, die staatsmännische und kriegerische Umgebung unseres mittelalterlichen Kaisers, das Personal der Zentralverwaltungen unserer Fürsten seit dem 14. und 15. Jahrhundert sind nichts als Umformungen des alten germanischen Gedankens. Denn darin beruht die wunderbare Lebenskraft der Einrichtung, dass sie nicht in wandelbare politische oder moralische Grundlagen wurzelte, sondern in dem Urgrund wurzelte, germanisches Wesen selbst in dem Bedürfnis der Treue. Über ein religiöses Thema zu reden, ist eine heikle Sache. Dies deswegen, weil religiöse Grundüberzeugungen regelmäßig in frühester Kindheit gelegt werden, in einem Alter also, wo der Mensch unkritisch ist. Vor der Pubertät nehmen die Kinder das, was sie geboten bekommen, wie ein Schwamm auf. Sie glauben es als Offenbarung, sie verinnerlichen es. Und es ist sehr schwer, später nach der Pubertät Überzeugungen, die vor der Pubertät gelegt worden sind, zu wandeln oder gar durch andere zu ersetzen. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns in irgendeiner Art und Weise in der Kindheit mit dem Christentum in Berührung gekommen sind. Sei es auch nur durch ein Gute-Nacht-Gebet, sei es durch Religionsunterricht, sei es vielleicht durch Kommunion oder Konfirmation. Auch ich bin noch konfirmiert worden. Auch ich bin nicht als Heide geboren. Aber ich habe mich damit davon frei gemacht. Und wenn das auch nicht ganz einfach und ganz leicht war, so meine ich auch, dass die Gründe, die dazu geführt haben, Gründe sind, die überdenkenswert sind. Diejenigen unter uns, die hier noch stärkere christliche Überzeugungen haben, mögen sich bitte klarmachen, dass sie sich innerlich sperren gegen manches von dem, was ich hier sage. Und ich wünsche mir da nur ein waches Ohr und nicht zu sehr abschotten gegen Argumente. Ich meine also, dieses heikle Thema muss angepackt werden, obwohl es sehr viel schwerer ist, in solchen Dingen zu überzeugen, als in politischen Fragen, die eben eine viel oberflächlichere Schicht des Menschen ergreifen. Selbst viele, die sich heute als Freigeister bezeichnen, glauben bei dem, was sie als gut und böse, als falsch und richtig ansehen, als moralisch und unmoralisch, noch genau das, was die christliche Grundüberzeugung ist, obwohl sie sich darüber oftmals gar nicht im Klaren sind. Ich sehe das Hauptübel nicht in der christlichen Praxis, in den Kreuzzügen, in Ketzerverfolgung, Hexenverbrennung und Ähnliches. Ich sehe das Hauptübel in der christlichen Moral. Diese christliche Moral ist es, die heute, und zwar ganz unmittelbar
im gesellschaftlichen, im politischen Bereich unser Leben bestimmt. Und ich werde das anhand einiger Beispiele nachweisen und werde dann gleich die Moral dagegen stellen, die Ethik dagegen stellen, die sich aus den naturwissenschaftlichen Kenntnissen der Biologie ergeben. Vermutlich hat Christus gar nicht gelebt. Josephus Flavus, ein jüdischer Geschichtsschreiber aus der Zeit, hat ein dickes Werk darüber geschrieben, über die jüdische Geschichte. Und dort kommt beispielsweise Johannes der Täufer vor und eine Reihe von Wanderpredigern, auch solche, die sich selbst als Heiland und Erlöser bezeichneten, aber bezeichnenderweise Jesus selbst nicht. Und die aufgefundenen Schriftrollen am Roten Meer in Qumran lassen darauf hindeuten, dass vieles von dem, was von Jesus erzählt wird, auf einen sogenannten Lehrer der Gerechtigkeit zurückgeht, der 63 vor Christi gelebt hat und vom jüdischen Rat zum Tode verurteilt und gesteinigt worden ist. Aber unabhängig davon, ob er nun gelebt hat oder nicht, das, was in der Bibel als seine Worte, als seine Aussprüche stehen, wird von den Menschen geglaubt, als Gottes Wort geglaubt. Es wirkt mithin, es hat Einfluss. Und mit diesen Aussprüchen werde ich mich deshalb hier auseinandersetzen, selbst wenn hinsichtlich des einen oder anderen Ausspruchs die Bibelforschung gesagt hat, ja, das hat er vermutlich gar nicht gesagt, das ist ja später reingekommen, das ist jetzt unterschoben worden. Damit will ich mich nicht befassen, weil wirksam geworden die Bibel insgesamt ist. Einer der Hauptkennzeichen des Christentums und der Auffassung von Jesus ist die Endzeiterwartung. Er hat geglaubt, dass zu seinen Zeiten unmittelbar bevorstehend das Reich Gottes kommen werde. Das heißt also, die Welt untergehen werde, die Böcke von den Schafen getrennt werden. Er hat gesagt, es sind etliche unter euch, die das Reich Gottes noch sehen werden. Albert Schweitzer hat deswegen von Jesu Sittenlehre als einer Interimsethik gesprochen. Interimsethik deswegen, weil es eigentlich eine Ethik nur für eine ganz kurze Zeit gewesen ist, bis eben dieses Reich Gottes kam. Wir finden also in dieser Ethik keinen Sinn für Dauer. Wir finden in dieser Ethik die Ablehnung von Familie, von Beruf, von Staat, von Gesellschaft, von Kunst und Wissenschaft. Und in der Tat, wenn also die Endzeit angebrochen war, wenn die Menschheit nur noch wenige Jahre zu leben hatte, dann waren alle diese Dinge völlig gleichgültig. Dann musste man sich vorbereiten auf das Reich Gottes, auf das jenseitige Leben. Diese Lehre hatte dieselbe Wirkung, wie Hiobs Botschaften sie auch heute haben. Die verbreitete Angst vor Umweltkatastrophen, vor Waldsterben, vor dem Abbau der Ozonschicht im Weltraum, vor Reaktorunglücken, hat auch bei uns zu einer Kinderfeindlichkeit geführt. Es sind viele Menschen nicht mehr bereit, den Wunsch nach Kindern zu verwirklichen mit den Sorgen vor der Zukunft. Dasselbe war also auch vor 2000 Jahren der Fall. Wenn demnächst alles aus ist, warum dann noch Kinder? Zumal ja das Zeugen von Kindern mit Lust verbunden ist. Und ich komme noch darauf, Freuden auf Erden sind geradezu hinderlich für einen Eintritt ins Reich Gottes. Zur Fortpflanzung findet sich bei Matthäus 19, Vers 10 fortfolgende, die bezeichnende Stelle, als die Jünger zu Jesus sagten, dass man sich ja wegen des Scheidungsverbotes nur wegen Hurerei der Frau von der Frau scheiden lassen könne und ob es da nicht besser sei, überhaupt nicht zu heiraten, antwortet er, das Wort fasst nicht jedermann, sondern denen es gegeben ist und führt dann fort, und es sind etliche verschnitten, die sich selbst verschnitten haben, um des Himmelreichs willen. Die Selbstkastration also, um in den Himmel zu kommen. Eine Auffassung, wie sie lebenswidriger überhaupt nicht gedacht werden kann. Es hat auch eine Reihe christlicher Sekten gegeben, die das praktiziert haben, die sich also kastriert haben. Sie haben sich natürlich nicht natürlich fortgepflanzt. Und die Werbung für diese Sekten war auch nicht ausreichend, sodass sie ausgestorben sind. Eine biologische Ethik, erfreulicherweise kann man dazu sagen, eine biologische Ethik muss den Willen zum Fortleben in Nachkommen wecken. Sie muss den Mut zum Leben wecken. Sie muss den Menschen Kraft geben, das Leben zu bestehen. Alles das kann eine Endzeitethik nicht leisten. Hier hinein spielt die Meinung, dass der zu sehr an dieser Welt hängt, hier zu sehr gebunden ist, nicht oder nicht so leicht ins jenseitige Reich Gottes eingehen könnte.
Deshalb finden wir bei Jesus die Verteufelung der Lust, des Leibes, der Freude, ja des Lebens selbst und schließlich der ganzen Welt. In Zitaten, Johannes 12, Vers 25. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasset, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Lukas 14, Vers 26. Wer nicht hasset sein eigen Leben, kann mein Jünger nicht sein. Lukas 6, Vers 25. Wehe euch, die ihr hier lachet, denn ihr werdet weinen und heulen. Johannes 15, Vers 19. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählet habe, darum hasset euch die Welt. Johannes 16, Vers 33. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Johannes 17, Vers 14. Über die Jünger, denn sie sind nicht von der Welt, wie denn auch ich nicht von der Welt bin. Und Johannes 18, Vers 36. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Hieraus ergab sich die Leibfeindschaft des Christentums, die einmal hinführte zur Askese, dem Leib sollte man möglichst wenig Angenehmes angedeihen lassen, zur Geißelung im Mittelalter, der Leib wurde ganz bewusst gequält, zur Unsauberkeit, bereits das Waschen des Leibes galt als eine Pflege des Leibes und wurde deswegen abgelehnt. Die erste Maßnahme, die nach Vertreibung der Mauren aus Spanien erfolgte, war die Schließung aller öffentlichen Bäder. Die Germanen demgegenüber haben den Sonnabend als Badetag bezeichnet. Die germanische Bezeichnung für Sonnabend ist Badetag, weil dort eben allgemein gebadet wurde. Und die christlichen Angelsachsen haben die Dänen an einem Sonnabend überfallen, an einem Badetag, wo sie eben alle in ihren Waschzubern saßen. Die Antike, auch das ist bekannt, hatte Thermen, hatte Bäder, sie hat den Leib gepflegt. Und wir haben ja gerade die Olympiade. Auch die Olympiade ist durch Christen verboten worden. Sie ist erst wiedererweckt worden in einer Zeit, als man schon zunehmend weltlicher wurde, als das Christentum geistig schon weitgehend überwunden wurde. Aber die Olympiade als solche ist von Christen untersagt worden seinerzeit in Griechenland. Nietzsche sagt dazu, wenn man das Schwergewicht des Lebens nicht ins Leben, sondern ins Jenseits verlegt, ins Nichts, so hat man dem Leben überhaupt das Schwergewicht genommen. Die große Lüge von der Personalunsterblichkeit zerstört jede Vernunft, jede Natur im Instinkte. Alles, was wohltätig, was Leben fördernd, was zukunftsverbürgend in den Instinkten ist, erregt nunmehr Misstrauen. So zu leben, dass es keinen Sinn mehr hat zu leben, das wird jetzt zum Sinn des Lebens. Wozu Gemeinsinn, wozu Dankbarkeit noch für Herkunft und Vorfahren, wozu Mitarbeiten, Zutrauen, irgendein Gesamtwohl fördern und im Auge haben. Heute könnte man ergänzen, wozu Umweltschutz, wozu Kampf gegen Baumsterben, wozu Kampf für gesundes Wasser und gesunde Luft. Vielleicht sind das ja alles Vorboten der Endzeit, vielleicht ist das ja alles Gott geschickt, um uns zu strafen. Warum sich also dagegen aufwenden? Das Christentum ist also nicht geeignet, die Probleme zu lösen, die heute vor uns stehen. Als vornehmstes und größtes Gebot hat Jesus aus 5 Mose 6, Vers 5 bezeichnet, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Und darin ist die Weltabgewandtheit vieler Christen begründet. Daneben aber, und das gilt ja heute als kennzeichnend für das Christentum, hat er als diesem Gebot gleich 3. Mose 19, Vers 18 gesehen, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Juden des Alten Testamentes haben nun unter Nächsten nur ihren Volksgenossen verstanden. Das findet sich in zahlreichen Stellen, dass der Nächste gleichbedeutend ist mit Mitjude. Aus der Geschichte vom barmherzigen Samariter wird nun von den christlichen Interpreten geschlossen, dass Jesus auch über das eigene Volk hinaus den Nächsten gesehen hätte. Das aber ist falsch. Er sagt nämlich, der Samariter sei der Nächste dem gewesen, der unter die Räuber gefallen sei. Derjenige, der mir hilft, ist also nach Jesus mein Nächster, nicht derjenige, dem geholfen werden muss. Aber gleichwohl, die offizielle Meinung
sieht das Christentum als eine Religion der Nächstenliebe, wobei Nächstenliebe als Fernstenliebe aufgefasst wird. Je weiter weg, je größer die Verdienste, wenn man den Menschen dort hilft. Biologisch richtig ist nun allein die Auffassung, wie sie im Alten Testament vertreten worden ist. Das haben zahlreiche Forscher gerade in den letzten beiden Jahrzehnten herausgefunden. Ich verweise auf Dawkins und sein Buch Das egoistische Gen, auf Wickler und Seib, das Prinzip Eigennutz. Ich brauche das hier nicht näher auszuführen, weil ich in einem vorherigen Vortrag bereits dargelegt habe, dass die Natur die Erhaltung der eigenen Gene will. Und dass deswegen sich eine Gruppenmoral herausgebildet hat, keine Artmoral, keine Moral, die auf die gesamte Art oder die gesamte Gattung gerichtet ist, sondern eine Gruppenmoral der kleinen Gruppe, die in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen, sich selbst zu erhalten. Hilfsbereitschaft findet dort ihre Grenzen. Es gibt im Tierreich keine Beispiele für eine allgemeinartliche Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft. Man hat verwiesen auf einen Fall im Tierreich, wo es uneigennützig, altruistisches Handeln gibt, unabhängig von den eigenen Genen. Verbürgt sind zahlreiche Fälle, wo Delfine ertrinkende Menschen gerettet haben. Also tatsächlich die Notlage dieses Menschen erkannt haben, diesen Menschen dann also haben bei sich festklammern lassen und an den Strand gebracht haben. Das aber ist eine artübergreifende Ethik. Das wäre vergleichbar, wenn wir meinetwegen ein verletztes Rehkitz großpflegen oder wenn wir uns kümmern um Naturschutz, um Umweltschutz. Auf derselben Ebene liegt es. Es ist also keine Begründung dafür, dass nicht grundsätzlich gesehen die Nächstenliebe wirklich eine Nächstenliebe ist. Wickler gibt in seinem Buch Biologie der 10 Gebote zu, dass es diesen Verhaltensdoppelkodex gibt, dass es eine andere Moral für die eigene Gruppe gibt und eine andere Moral für die Fremden. Er sagt, dass wir von der Natur, auch wir Menschen, gefühlsgemäß angelegt seien, Nächstenliebe nur in der Gruppe zu üben. Und die Liebe Außenstehenden oder Feinden gegenüber nur über eine intellektuelle Komponente erreicht werden könnte. Seine Auffassung, diese intellektuelle Komponente dürfe nicht vernachlässigt werden, weil unser naturgegebenes Gewissen für die Befolgung der 10 Gebote nicht ausreiche, wird allerdings nicht begründet. Es wird darum damit wieder unwissenschaftlich gefordert, die Natur den Normvorstellungen irgendeines Religionsstifters anzupassen, anstatt umgekehrt unsere Normvorstellungen der Natur anzupassen. Warum darf alles wissenschaftlich untersucht werden, nur nicht die Bibel? Die weltweite Hilfsbereitschaft ist nun nicht nur nicht nützlich, dann könnte man ja sagen, na gut, machen wir es, geben wir ab, sondern sie ist geradezu schädlich. Sie ist antievolutiv. Christlich motiviert wird die Entwicklungshilfe. In der Bundesrepublik werden 8 Milliarden Mark im Jahr an Entwicklungshilfe gezahlt. Das ist genau der Betrag, der ausreichen würde, um sämtliche bundesdeutschen Kraftwerke zu entschwefeln. Und diese Schwefelmengen, die die Kraftwerke in die Luft schicken, sind die Hauptursache für das Baumsterben. Man könnte also, wenn man ein Jahr lang nur die Entwicklungshilfe einstellt, den deutschen Wald retten. Aber es wird nicht gemacht, aus christlicher Überzeugung heraus. Christlich ist es, Asylanten aufzunehmen. Und wir werden immer wieder Bischöfe, Priester, Pastoren finden, die sagen, es darf keinen Zuzugsstopp für Asylanten geben. Selbst Scheinasylanten müssen hier bleiben. Es haben Asylanten, die rechtskräftig abgewiesen haben, in Kirchen Unterschlupf gefunden. Man feiert die Woche des ausländischen Mitbürgers mit allerlei Veranstaltungen zurzeit gerade in Hamburg. Der Zuzugsstopp für Ausländerkinder, den soll es nicht geben, sondern die sollen also noch mit 15 und 16 Jahren von ihren Eltern hierher geholt werden können. Es gibt immer wieder solche Initiativen, die sicherlich christlich motiviert sind und die genauso sicherlich lebensfeindlich sind. Durch Rassenmischung, das wissen wir heute, entstehen zahlreiche Krankheiten. An Rassenmischungen sind zahlreiche Kulturen zugrunde gegangen. Und wenn wir diese Menschen hier alle hineinlassen, dann führt das unweigerlich dazu, dass wir hier in unserem Raum diese Rassenmischung bekommen und damit einen Niedergang unserer Kultur
und Gesellschaft. Dazu kommt, dass die Rassenmischung nicht das einzige Problem ist. Ich verweise auf das Buch »Das Heerlager der Heiligen«, das in erschütternder Art und Weise zeigt, wie diese Invasion möglicherweise auch halb gewaltsam hier einbrechen kann in unsere Zivilisation, zumal das natürlich als das goldene Land dort in den Entwicklungsländern gilt. Aber selbst wenn es nicht so weit kommt, die Bevölkerungsexplosion, die heute durch die christliche Nächstenliebe in den Entwicklungsländern verursacht wird, führt dort zum Abholzen der Wälder. Die Regenwälder in Südamerika werden ganz planmäßig vernichtet, um dort Siedlungsraum zu schaffen, damit zu großräumigen Klimaänderungen. Das heißt, diese Entwicklungshilfe ist absolut lebensfeindlich, für uns lebensfeindlich und letztlich für die ganze Welt lebensfeindlich. Dass unser Volk nun durch diese weltweite Nächstenliebe gefährdet wird, erschüttert keinen Christen. Ihr Herr und Meister hatte für volkliche Belange keinerlei Verständnis. In Johannes 10, Vers 16 heißt es, und es wird sein eine Herde und ein Hirte. Das christliche Ideal ist, eine Herde zu haben. Boshafte Zungen haben mir gesagt, damit man sie besser scheren kann. Und einen Hirten darüber zu setzen. Das totale Gleichheitsideal, unabhängig davon, ob einer nun zu dieser oder jenen Rasse gehört und einer zu diesem oder jenem Volke gehört. Und Paulus hat das in verschiedenen Briefen dann noch näher ausgeführt. Besonders pervers ist nun, dass weltweit der Nächste geliebt werden soll, aber gerade die eigene Gemeinschaft nicht. In Lukas 14, Vers 26 hat Jesus gesagt, so jemand zu mir kommt und hasset nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern und auch dazu sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Matthäus 10, Vers 34, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu erregen, wieder seinen Vater und die Tochter wieder ihre Mutter und die Schwiegertochter wieder ihre Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Lukas 12, Vers 51, meinet ihr, dass ich hergekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Zwietracht. Denn von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein, drei wieder zwei und zwei wieder drei. Matthäus 19, Vers 29, und wer verlässt Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen, der wird es hundertfältig nehmen und das ewige Leben ererben. Diese Aussagen sind anscheinend widersprüchlich zu dem, was wir vorher über die Nächstenliebe gehört haben, aber sie sind nur konsequent. Das Christentum konnte als eine neue Religion überhaupt sich nur durchsetzen, wenn die Menschen aus ihren alten Bindungen herausgelöst wurden, wenn die alten Sippenbindungen zerschlagen wurden, wenn sie sich also tatsächlich abkehrten von ihrer Familie. Und deswegen sind das hier nicht irgendwelche Ausrutscher, diese Formulierung, sondern es entspricht durchaus der Philosophie von Jesus, die Menschen mit ihrem bisherigen Leben unzufrieden zu machen, sie dort herauszunehmen, um sie zu sich zu führen. Das Christentum ist egozentrisch. Es geht um das Wohlergehen der Einzelseele im Jenseits. Die Gruppe, Familie, Volk, Gemeinde spielt keine Rolle. Jesu Sittlichkeit ist also individualistisch. Der Einzelne steht vor Gott. Die nahende Gottesherrschaft wird den Einzelnen erwarten, nicht die Familie oder Gemeinde. Jesus hat die Nächstenliebe sodann erweitert zum Pazifismus bis hin zur Feindesliebe. In Matthäus 5, Vers 38 heißt es, ihr habt gehört, dass da gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstehen sollt dem Übel, sondern wenn dir jemand einen Streich gibt auf deine rechte Backe, dann biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und deinen Rock nehmen, dann lass auch den Mantel. Matthäus 5, Vers 43, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feinden hassen. Das ist altjüdische Auffassung. 3. Moses 19, Vers 18. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Der Pazifismus wird deutlich in folgenden Zitaten, denn wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Lukas 3, 14 berichtet, dass Jesus zu den Kriegsleuten gesagt habe, tut niemand Gewalt noch Unrecht und lasset euch genügen an eurem Solde.
Konsequenterweise müssten die Christen also die Polizei abschaffen, die Gefängnisse, das Heer. Und zwar nicht ganz so weit, aber teilweise so weit gehen ja auch manche christliche Gruppen, die Quäker, die Mennoniten, die jeglichen Wehrdienst ablehnen. Aber kann ich das Beispiel läutern, ein friedliches Beispiel? Nun, viele von uns kennen das Schicksal der Wolgadeutschen. Auch dort handelt es sich um eine religiöse Gruppe, die konsequent den Wehrdienst ablehnte und die seinerzeit nur nach Russland gezogen sind, auf die Zusicherung der Zaren hin, dass sie keinen Wehrdienst zu leisten brauchen. Und wir wissen, wie entsetzlich diese Gruppe, die nun wirklich friedfertig bis zum Gehtnichtmehr war, unter dem Kommunismus hat leiden müssen, wie sehr dort ganze Familien, Sippen, Gemeinden ausgerottet worden sind. Wer das Schwert nicht nimmt, wird ans Kreuz geschlagen. Das war nicht nur zu Jesu Zeiten so. Es haben sich manche Nationale darüber aufgeregt, dass in Flensburg und anderswo in Kirchen die Tafeln, die auf die Gefallenen in den beiden Weltkriegen hinwiesen, entfernt worden sind. Nun, die Empörung war völlig unberechtigt, denn christlich ist es nicht, ein Totengedenken zu machen. Lass die Toten ihre Toten begraben, hat er einem Jünger gesagt, der seinen Vater noch begraben wollte. Also für Totengedenken bestand nicht mal für die eigene Familie Veranlassung. Und jeglicher Wehrdienst war Jesus ein Greuel, sodass in der Tat christliche Totenehrung für Gefallene in Kriegen widersinnig ist. Ostermärsche werden heute von Pastoren angeleitet. Es werden Deserteure in Kirchen verherrlicht. Am Totensonntag gedenkt man der Widerständler. Widersinnig ist daran nichts, sondern nur eines, dass es noch eine Militärseelsorge gibt. Aber die besteht natürlich aus einer anderen Sorge heraus, dass nämlich gerade in einem Bereich, nämlich dem militärischen, wo das Männliche dominiert, wo männliche Tugenden und damit antichristliche Tugenden dominieren, dass in einem solchen Bereich die Schafe weglaufen könnten, dass dort ein Sonderleben sich entwickeln könne und man möchte sie dort auch ganz gerne unter Kontrolle haben, sodass man auf diese Militärseelsorge glaubt, nicht verzichten zu können. Eine biologische Ethik fordert, mit allen Mitteln zum Überleben der eigenen Gene beizutragen, in einem selbst und oder in seinen Verwandten, bis hin zu den Großgruppen Volk und Rasse. Allerdings sollte man auch nicht in das Extrem verfallen. Solches Extrem in kriegerischer Hinsicht sind beispielsweise die Wikinger der Jomsburg gewesen, die dort männerbündisch zusammengelebt haben, nur von Raub und Krieg gelebt haben und sich selbstverständlich deswegen auch kaum fortgepflanzt haben. Auch wenn Nietzsche als Idealbild den Menschen sieht als herrliches, weitschweifendes Raubtier, dann ist das ein Ausschlagen des Pendels nach der anderen Seite. Dann zeigt das, dass auch das nicht mit einer biologischen Moral in Einklang zu bringen ist. Die christliche Moral sagt, je weniger Nächstenliebe, desto böser. Je mehr Nächstenliebe, desto besser der Mensch. Oder je weniger Lust er anstrebt, desto besser. Je mehr Lust er anstrebt, desto böser. Es wäre nun verkehrt umgekehrt, Cesare Borgia als vorbildlichen Mensch zu verherrlichen. Die meisten biologischen Vorgänge ordnen sich um einen adaptiven Mittelwert. Um einen Mittelwert, von dem das Abweichen nach beiden Seiten biologisch nicht vorteilhaft ist. Unsere Körpertemperatur ist nicht umso besser, je höher sie ist. Abgesehen, wir haben das gestern gehört, von bestimmten Krankheiten, wo eine erhöhte Körpertemperatur durchaus zur Bekämpfung von Infekten dient. Aber grundsätzlich gesehen ist eine Temperatur von 37 Grad gut und das Abweichen nach oben und nach unten ist also schädlich. Ebenso ist es mit der Nahrungsaufnahme. Es ist nicht umso besser, je mehr zu essen, wir wissen das alle, sondern man muss ein gewisses Mittelmaß halten. Genauso ist es mit kriegerischen Tugenden oder auch mit der Tugend der Nächstenliebe. Die Nächstenliebe darf nicht zur Selbstaufgabe führen. Sie darf nicht weltweit geübt werden, aber es wäre gleichwohl falsch, die Nächstenliebe als Wert total abzulehnen. Die christliche Moral ist gegen eine Rangordnung. Jesus hat Lukas 16, Vers 15 gesagt, denn was hoch ist unter den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott. Und bei Matthäus 23, Vers 12, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Die Herde soll gleich sein, und Nietzsche hat schon erkannt, dass diese Gleichheit der Seelen vor Gott
ein Sprengstoff geworden ist, der Revolution, moderne Idee und Niedergangsprinzip der ganzen Gesellschaftsordnung geworden ist. Zitat von Nietzsche: Und unterschätzen wir das Verhängnis nicht, das vom Christentum aus sich bis in die Politik eingeschlichen hat. Niemand hat heute mehr den Mut zu Sonderrechten, zu Herrschaftsrechten, zu einem Ehrfurchtsgefühl vor sich und seinesgleichen, zu einem Pathos der Distanz. Unsere Politik ist krank an diesem Mangel an Mut. Der Aristokratismus der Gesinnung wurde durch die Seelengleichheitslüge am Unterirdischen untergraben. Und wenn der Glaube an das Vorrecht der meisten Revolutionen macht und machen wird, das Christentum ist es, man zweifle nicht daran, christliche Werturteile sind es, welche jede Revolution bloß in Blut und Verbrechen übersetzt. Das Christentum ist ein Aufstand, alles am... Und schließlich ist es so, dass die Rangordnung erforderlich ist, um letztlich den biologischen Nachwuchs bestens zu erzeugen. Es kommen nämlich nur die höchsten Männchen innerhalb einer Gruppe, Pavianhorde beispielsweise, zur Fortpflanzung. Die anderen bleiben steril, sie müssen sich erst ihren Rang erobern. Und wenn sie einen hohen Rang haben, dann haben sie auch das Recht, ein Weibchen zu haben. Das wiederum führt dazu, dass insgesamt gesehen die Ruppe auf einem hohen Züchtungsstand bleibt, dass es Degeneration nicht geben kann. Ohne Rangordnung ist überhaupt keine Gruppe überlebensfähig. Und die Kirche selbst ist ja das beste Beispiel dafür, mit ihrer ganzen Abstufung von Papst über Bischöfe, Kardinäle, Prälaten bis hin zum Priester und Küster. Wir finden dort ja eine klare Rangordnung. Es geht also nicht ohne. Nur, wenn man einerseits etwas anderes lebt, als der Meister gepredigt hat, dann führt das zu einer Heuchelei. Einerseits zu Unehrlichkeit, zu einer Abkehr von vielen Menschen von der Religion überhaupt wegen dieser Heuchelei. Und es führt andererseits immer wieder zu christlich motivierten Anarchobestrebungen. Wiederum Nietzsche, Zitat: Man darf zwischen Christ und Anarchist eine vollkommene Gleichung aufstellen. Ihr Zweck, ihr Instinkt geht nur auf Zerstörung. Den Beweis für diesen Satz hat man aus der Geschichte nur abzulesen. Sie erhält ihn in entsetzlicher Deutlichkeit. Aus dieser Ablehnung der Rangordnung folgt natürlich auch die Ablehnung des Staates. Matthäus 20, Vers 25: Ihr wisset, die Fürsten halten ihre Völker nieder und die Mächtigen tun ihnen Gewalt. So soll es nicht sein unter euch. Zum Wesen des Staatlichen gehört die Macht, nach innen und nach außen, Befehl und Gehorsam, nach Karl Schmitt auch das Freund-Feind-Verhältnis. Politisches Denken setzt voraus, dass man seine Freunde kennt und seine Feinde kennt und dass man sie unterschiedlich behandelt. Dies alles ist nicht christlich. Der christliche Pazifismus im Verein mit christlichem Hass auf alle Rangordnung zersetzt jeden Staat. Es lässt sich im gesamten Neuen Testament kein Wort von Jesu finden, das etwa den Gewalteinsatz rechtfertigen würde, selbst nicht den Gewalteinsatz für eine gerechte Sache. Das Verbot des Widerstandes gegen das Böse genügt schon zur Lösung der Frage, wie Jesus über Staatsmacht, Anwendung von Gewalt und Waffengebrauch gedacht hat. Mit Nietzsches Worten, Zitat: Wen verneint denn das Christentum? Was heißt es Welt? Dass man Soldat, dass man Richter, dass man Patriot ist, dass man sich wehrt, dass man auf seine Ehre hält, dass man seinen Vorteil will, dass man stolz ist. Um nun eine Rangordnung zu zerstören, gibt es die Erbsünde. Die Erbsünde ist nämlich geeignet, auch diejenigen, die sich hochdünken, zu ducken. In der Bibel heißt es bereits im Alten Testament, dass alles Dichten und Trachten des Menschen im Herzen böse aus von immer da sei. 1. Mose 6, Vers 5. Der Mensch sei böse von Jugend auf. Und Hiob 14, Vers 4 sagt: Kann wohl ein Reiner kommen von den Unreinen? Auch nicht einer. Psalm 14, Vers 3 sagt: Keiner ist, der Gutes tut. Auch nicht einer. Nun, wenn das Alte Testament liest, wird mit dem Mord, Betrug, Blutschande finden, dass diese Worte durchaus zutreffend sind. Wogegen ich mich aber wehre, ist, dass die Verfasser des Alten Testamentes von ihresgleichen auf uns schließen.
Das, was Sie damals in Palästina vorgefunden haben, das mag alles so gewesen sein und wir können das durchaus unterstellen. Aber man kann daraus keine Sittenlehre für die gesamte Welt ableiten. Heinrich Ackermann, der das Buch über Jesus oder zwei Bücher über Jesus geschrieben hat, ein Pseudonym für Hans F.K. Günther, meint, dass Jesus wohl eine Lehre von der Erbsünde nicht gehabt habe. Nun, ich habe einige Zitate gefunden, die doch darauf hinweisen. Matthäus 7, Vers 11 sagt er, die ihr doch arg seid. Matthäus 15, Vers 18, was aber zum Munde herausgeht, das kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein, denn aus dem Herzen kommen arge Gedanken. Markus 7, Vers 20, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Deshalb ist es meines Erachtens konsequent, die paulinische, augustinische, katholische, lutherische und calvinistische Auffassung zu haben, dass der Mensch von Grund auf verderbt sei. Es gibt kaum christliche Gemeinschaften, die dort eine andere Auffassung haben. Selbst Kant hat sich hiervon nicht freimachen können, was die Kritik Goethes hervorrief, der am 7. Juni 1793 an Herder schrieb, Kant habe seinen philosophischen Mantel frevelig mit dem Schandfleck des radikal Bösen beschlabbert, damit doch auch Christen herbeigelockt werden, den Saum zu küssen. Die Erbsünde ist Mittel zum Zweck. Selbst die, die sich bei gewissenhafter Prüfung nichts vorwerfen können, sind danach gleichwohl sündig. Man erinnere sich, weil unsere angeblichen Vorfahren vom Baume der Erkenntnis gegessen haben, sind sie aus dem Paradies vertrieben worden. Das war die Erbsünde. Nietzsche hierzu, Zitat, die Wissenschaft macht Gott gleich. Es ist mit Priestern und Göttern zu Ende, wenn der Mensch wissenschaftlich wird. Moral, die Wissenschaft ist das Verbotene an sich. Sie allein ist verboten. Die Wissenschaft ist die erste Sünde, der Keim aller Sünde, die Erbsünde. Du sollst nicht erkennen, der Rest folgt daraus. Eine Religion wie das Christentum, die sich an keinem Punkte mit der Wirklichkeit berührt, die sofort dahinfällt, sobald die Wirklichkeit auch nur an einem Punkte zurechtkommt, muss billigerweise der Weisheit der Welt, will sagen der Wissenschaft, Todfeind sein. Zitat Ende. Wenn wir wissen, was die Christen vernichtet haben in der Antike an Wissen, dann ist das schauderös. Sie haben Philosophen gesteinigt, sie haben die größte Bibliothek des Altertums in Brand gesteckt. Unersetzliche Schätze des Altertums sind verloren gegangen. Man wusste ja schon alles. Man wusste, dass die Erde rund war. Das Mittelalter nahm an, die Erde sei eine Scheibe. Man hatte mathematische Kenntnisse, man hatte naturwissenschaftliche Kenntnisse, man hatte die Kenntnisse der Mechanik. Alles vorbei, alles zerstört durch den christlichen Pöbel. Nietzsche dazu, nicht besiegt, nur ausgesogen. Die versteckte Rachsucht, der kleine Neid Herr geworden. Alles Erbärmliche, an sich Leidende, von schlechten Gefühlen Heimgesuchte, die ganze Ghetto-Welt der Seele mit einem Male oben auf. Sie müssen die Häupter beugen, die Stolzen brechen, denn nur wer gebeugten Hauptes ist, tritt durch eine Kirchentür. Sie müssen uns eine Schuld einreden, damit wir den Erlöser nötig haben. Deshalb ist es nicht zufällig, dass 1945 die evangelische Kirche die Barmer Erklärung herausgegeben hat, das Schuldbekenntnis, wo die Kollektivschuld unseres Volkes erstmalig festgelegt wurde. Die Aktion Sühnezeichen arbeitet im selben Sinne, Unschuld einzureden. Zurzeit findet eine Anne-Frank-Ausstellung in der Jakobikirche in Hamburg statt. Das Lamentieren über die Fremdenfeindlichkeit ist also auch des Öfteren von Pastoren zu hören. Christlich-jüdische Gesellschaften üben sich in Bußfertigkeiten. Und das alles ist Absicht. Denn wer selbstbewusst und stolz ist, der braucht keinen Erlöser. Wovon sollte er denn erlöst werden? Es bedeutet also, aus Eigennutz reden sie uns Schuld ein. Bis hin zum pathologischen Selbsthass auf sich und ihr Volk. Sie machen die Menschen psychisch krank, um ihnen dann hier ihre Hilfe anbieten zu können. Und dass sie damit schon weitgehend Erfolg haben, zeigt, dass in keinem anderen Volk der Erde es so viel Selbstzweifel gibt
Es hat Umfragen gegeben. Danach war es so, dass zeitweilig die deutsche Jugend, das war in den 60er Jahren, die Amerikaner als vorbildlicher ansah als das eigene Volk. Dann kam durch den Vietnamkrieg eine Abänderung. Aber auch heute ist es noch so, dass es in keinem Volk der Welt so wenig Jugendliche gibt, die sagen, ich bin stolz auf mein Volk wie in Deutschland. Das ist die Folge dieses christlichen Sündeneinredens. Das ist die Folge dieser Priestermacht, die glaubt, nur herrschen zu können, wenn sie die Starken, die Selbstbewussten drückt. Die verhängnisvollsten politischen Auswirkungen hat dies gehabt. Ich erinnere an die Ostdenkschrift der evangelischen Kirche. 1961 schrieb die SPD noch in einem Grußwort, unterschrieben von Wehner und Brandt, an ein Schlesiertreffen: Verzicht ist Verrat, wer wollte das bestreiten? Breslau, Oppeln, Königsberg, das sind alles deutsche Städte. 3 Jahre später kam die Ostdenkschrift. Die Ostdenkschrift, aus der wir einige Argumente, ich muss es leider sagen, auch beim ersten Vortrag hier zur Wiedervereinigung gehört haben. Beispielsweise das Argument, besser gesagt die Lüge von der Westverschiebung Polens. Die Polen hätten im Osten was verloren und hätten im Westen entschädigt werden müssen. Das ist also so ja nicht gewesen. Denn die heutige polnische Ostgrenze ist durch den englischen Außenminister Curzon 1920 festgelegt worden als die Grenze, die dem Selbstbestimmungsrecht entsprach. Und da die Polen schon immer größenwahnsinnig waren, haben sie einen Krieg gegen Russland geführt. Haben sie einen Krieg gegen Russland geführt und dort mit französischer Hilfe sich ukrainische und weißrussische Gebiete dazu erobert, die sie dann 1939 verloren haben. Das heißt also, die heutige polnische Ostgrenze besteht durchaus zu Recht. Und dazu kommt natürlich auch, wenn man hier von Lagern geredet hat und wenn die Polen nun wieder nach Zentralpolen zurückgehen müssten. Nun, es entspricht offizieller polnischer Auffassung und jeder Staatspräsident wiederholt es immer, dass die Deutschen 6 Millionen Polen, darunter 4,5 Millionen Juden, umgebracht hätten. Die haben in Zentralpolen gelebt. Das ist also für 6 Millionen Platz. Wenn diese 6 Millionen, die jetzt aus Ostdeutschland nach Zentralpolen umsiedeln, braucht kein einziger ins Lager. Die Wohnungen sind da. Aber zum Thema zurück. Eine neue Denkschrift ist in Vorbereitung bei der evangelischen Kirche, die sich jetzt mit dem Verhältnis zur DDR befassen soll, wo dann also auch die Teilung als Gott gewollt, weil wir eben im Kriege alles verspielt haben und weil wir so viel Schuld auf uns geladen haben, hingestellt werden soll, als endgültig, als unverrückbar, als das Los, was uns Gott auferlegt hat, gegen das wir uns nicht zu wehren hätten, weil wir eben so sündbeladen sind. Wir sehen also, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem dies kroch. Weil wir die Juden schlecht behandelt haben, deswegen heißt es immer, ja, die Türken müssen wir gut behandeln, die Zigeuner müssen wir gut behandeln. Jeder Pastor führt das also auf der Kanzel seinen Reden. Die ganze Wiedergutmachung begründet sich darauf. Es zeigt sich also, wie verhängnisvoll dieser Glaube ist. Nun, was sagt die Biologie zu alledem? Die Zwillingsforschung hat festgestellt, dass auch die Neigung zum Verbrechen weitgehend ererbt wird. Eineiige Zwillinge begehen häufig dieselben Verbrechen, obwohl diese eineiigen Zwillinge unterschiedlich aufgewachsen sind, in unterschiedlichem Milieu leben. Sie sind entweder Sittlichkeitstäter oder sie begehen Eigentumsdelikte und ähnliche Dinge auch. Das hat bereits lange 1929 festgestellt und ausländische Forscher wie Nielsen in Dänemark haben das bestätigt. Lombroso war es auch, obwohl er zum Teil schließen wollte aus der körperlichen Beschaffenheit der Verbrecher. Das kann man nicht. Es gibt an sich nicht den Verbrechertypus als solchen. Also eine fliehende Stirn nun als Anzeichen für Verbrechertum zu nehmen, das geht, wie es Lombroso getan hat, das geht so ohne weiteres nicht. Es gibt also den geborenen Verbrecher und es gibt genauso den geborenen Heiligen. Und es gibt viele Labile, die sich durch Beispiele positiv beeinflussen lassen. Der Mensch ist von Natur aus gut, ist genauso falsch wie die Aussage, der Mensch ist von Natur aus böse. Die meisten allerdings sind von Natur aus gut, weil sie in einem vernünftigen Verhältnis ihr Eigeninteresse mit dem Gemeinschaftsinteresse in Einklang bringen. Auch die Auffassung des Leides wird in den Dienst des Beugens der Starken durch Christus gestellt. Die Menschen sollen demütig werden. Nicht der germanische Höchstwert Mut zählt, sondern Demut. In der Bergpredigt sagt Jesus, selig sind, die da Leid tragen. Krankheit als Strafe für Versündigung ist so schon vom Spätjudentum aufgefasst worden. Im Psalm 10, Vers 2 steht es, im Psalm 73, in den Weisheit Salomons, im Hebräerbrief. Im Titusbrief heißt es dann,
dass das Leiden eine Züchtigung des Menschen durch Gott sei, damit der Mensch lerne, ohne weltliche Lüste gerecht und gottselig zu leben. Nietzsche sagte hierzu in der Götzendämmerung noch spöttelnd: Der getretene Wurm krümmt sich. So ist es klug. Er verringert damit die Wahrscheinlichkeit, von neuem getreten zu werden. In der Sprache der Moral Demut. Im Antichrist wird er dann schon bissiger. Zitat: Was ist jüdische, was ist christliche Moral? Der Zufall um seine Unschuld gebracht. Das Unglück mit dem Begriff Sünde beschmutzt. Das Wohlbefinden als Gefahr, als Versuchung. Nun, auch hier widerlegen die biologischen Erkenntnisse das Christentum. Schmerz und Leid haben Warnfunktion. Wenn wir nach einem gebrochenen Fuß nicht Schmerz empfinden würden, würden wir das Bein nicht schonen und es würde nicht gelingen, dass der Knochen wieder anwachsen kann. Wenn wir eine Hand auf eine heiße Herdplatte legen würden, würde uns die Hand verschmoren und verkokeln, wenn wir den Schmerz nicht empfinden würden. Genauso ist es natürlich auch mit seelischem Schmerz. Auch der soll uns warnen, auch der soll uns insoweit Anstöße geben, Dinge nicht mehr zu tun, die wir vielleicht vorher getan haben. Leid, Schmerz sind keine Strafe. Leid, Schmerz sind naturgegeben und haben in einer natürlichen Weltordnung ihre Berechtigung. Wenn jemand, der jeden Sonntag in die Kirche geht, zu fett isst und raucht, wird er eher einen Herzinfarkt bekommen als ein Gotteslästerer und Heide, der mäßig ist und im Tabak abhold ist. Gegen die christliche Leitauffassung spricht ferner, dass für viele Krankheiten eine genetische Komponente nachgewiesen ist. Und diese genetische Komponente hat der Heide wie der Christ. Sie ist mit der Zeugung unabänderlich festgelegt, ob er nun ein gottgefälliges Leben führt oder nicht. Christus will zu Gott durch Wunder bekehren. Er hat angeblich Tote auferweckt, er ist über Wasser gewandelt, er hat Simsalabim aus 5 Broten 5000 gemacht. Schon Hume zeigte, was es bedeutete, dass man den Glauben, Gott wohne der Welt, als deren ordnendes und ausgleichendes Prinzip zwischen Gut und Böse inne, und der Mensch sei dabei zu seinem Mitstreiter aufgerufen, durch den Glauben an einen Gott ersetzt hat, dessen Wille undurchschaubar war und der jederzeit auch die Naturgesetze durchbrechen konnte. Dadurch wurde die Natur etwas Unheimliches und Unverständliches. Bei Hume wird der Mensch zu einem Verlassenen, zu einem aus Natur und Geschichte vertriebenen Wesen. Nietzsche ergänzt dazu: Der Priester entwertet, entheiligt die Natur. Um diesen Preis besteht er überhaupt. Ohne eine Weihe, ohne eine priesterliche Weihe ist heute eine Flurbegehung nicht möglich. Selbst die Freuden der Natur kann man also nur gesegnet genießen. Nur dadurch bekommen sie ihre Bedeutung. Die Natur war demgegenüber den Germanen göttlich beseelt. Sie verehrten Haine, Bäume, Quellen, Berge. Und eine der ersten Maßnahmen war auch da die Fällung der Donaueiche durch Bonifatius. Wenn man heute Jesus und das Christentum, Jesus als ersten Naturschützer darstellen will, dann ist das eine Lüge, die sich im Übrigen aus seiner eigenen Lebensgeschichte darlegen lässt. Wie gleichgültig er über Natur dachte, sagt die bezeichnende Geschichte vom Feigenbaum. Sie wird vermutlich nicht häufig von der Kanzel erzählt, ich will sie kurz nacherzählen. Jesus hatte Hunger, er ging zu einem Feigenbaum, es war aber nun nicht Erntezeit. Er meinte aber, dort Feigen vorzufinden, und erstaunlicherweise waren nun keine Feigen an diesem Baum, wie sollten sie auch. Daraufhin verflucht er diesen Feigenbaum und der Feigenbaum verdorrt. Da frage ich mich, was hat dieser arme Feigenbaum damit zu tun, dass nun keine Erntezeit war? Was konnte er dafür? Und wie steht es mit der Intellektualität eines Mannes, der annimmt, im Frühling ernten zu können? Wenn also Christen sich heute gegen das Waldsterben wenden, dann macht man nur sagen, wie hat denn also ihr Herr und Meister die Bäume behandelt? Nun, sein Ärger war verständlich. Denn dieser Feigenbaum hat seine eigenen Worte zu Schanden gemacht. Matthäus 6, Vers 25 heißt es: Darum sage ich euch, sorget nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.
Und an anderer Stelle, Lukas 12, Vers 27, verweist er auf die Lilien, die nicht spinnen und weben. Und meint, für Kleidung werde schon Gott sorgen und für Essen und Trinken, denn er wisse ja, dass sie, seine Jünger, dessen bedürften. Nun, da wo es Nahrung im Überfluss gibt und da wo man wegen gemäßigter Temperatur auch keine Kleidung braucht, da mag diese Anweisung noch hingehen. Ansonsten können wir auch aus dem Tierreich Beispiele beibringen, wo es anders ist. Der Hamster sammelt sehr wohl für den Winter. Und genauso macht es der Dachs und genauso macht es das Eichhörnchen. Also selbst Tiere, Säugetiere, sorgen schon für die Zukunft vor. Sie sind also auf einem höheren evolutären Niveau, als es die erste Christengemeinde war. Der Intellekt ist dort rausgezüchtet worden, wo besonders wegen harter Winter es notwendig war, Vorsorge zu treiben. Durch Kleidung, warme Kleidung, durch Hausbau gegen die Kälte und durch das Sammeln von Nahrung, weil eben im Winter keine Nahrung zu finden war. Es wird hier von Jesus eine Regression auf eine primitivere Stufe gefordert. Er sagt ja wortwörtlich, sorge nicht für den anderen Morgen. Keiner unserer Vorfahren hat diese Auffassung gehabt. Denn diejenigen, die in der Eiszeit nicht für den kommenden Morgen gesorgt haben, die sind ausgerottet worden und die sind nachkommenlos verstorben. Vielleicht findet man sie nochmal in Grönland im Eis. Da aus der Endzeiterwartung heraus keine Vorsorge von ihm getrieben werden sollte, fordert er in diesem Zusammenhang, verkauft, was ihr habt und gebt Almosen, Lukas 12, Vers 33. Und direkt vor der eben erwähnten Matthäusstelle, dass man sich um Essen und Trinken nicht sorgen solle, heißt es, ihr könnt Gott nicht dienen und dem Mammon. Matthäus 10, Vers 9 heißt, ihr sollt nicht Gold, noch Silber, noch Erz in euren Gürteln haben und auch keine Tasche zur Wegfahrt, auch nicht zwei Röcke, keine Schuhe, auch keinen Stecken. Ich frage die Christen unter uns, wer lebt so? Haben sie mehr als einen Rock? Haben sie Schuhe an? Haben sie eine Tasche? Haben sie möglicherweise sogar Geld? Alles das, wie gesagt, absolut unchristliche Dinge. Dem reichen Jüngling, der nun fragt, wie er das ewige Leben erreichen möchte, sagt er, willst du vollkommen sein, so gebe hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komme und folge mir nach. Und bei Lukas 14, Vers 33 heißt es, also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann mein Jünger nicht sein. Bekannt ist auch sein Wort, dass eher ein Kamel durch das Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Himmelreich komme. Jesus und seine Jünger muss man sich wie folgt vorstellen, barfuß, zerlumpt, mit einer gemeinsamen Kasse, die Judas verwaltete. Da kann man nur sagen, da haben sie einen richtigen Kassenwart gehabt. Herumbettelnd und auf Kosten anderer lebend. Die Frau von Rudi Dutschke, dem Studentenführer der APO-Generation in den 60er Jahren, hat eine Doktorarbeit geschrieben, eine religiöse Doktorarbeit über Kommunismus und Urchristentum. Und in der Tat, da gibt es Verwandtschaft. Zwar nicht mit dem Kommunismus, wie er sich heute in Praxis darstellt, denn der kommt an den biologischen Tatsachen auch nicht vorbei, aber mit dem Kommunismus, wie er in der Theorie bei Marx vorhanden ist. Nun, Reichtum ist vom Prinzip her nichts Böses, nichts Schlechtes. Es bedeutet die Anhäufung von Vorsorgegütern, um im Lebenskampf in Notzeiten besser bestehen zu können. Besitz, der von Jesus abgelehnt wird, finden wir bereits im Tierreich. Tiere kämpfen um ihr Territorium, das ihr persönlicher Besitz ist, ihr Lebensraum ist, den sie für sich beanspruchen. Bei Pavianen hat man bemerkt, und ebenso bei Schimpansen, dass Jagdbeute, die die gefunden haben, selbst von einem Höherrangigen nicht weggenommen wird, sondern respektiert wird, dass lediglich gebeten wird, etwas abzugeben. Das ist aber demjenigen, der das erbeutet hat, obliegt, ob er nun etwas abgibt oder nicht. Das heißt, wir finden die Respektierung, den Besitz bereits bei Säugetieren und unter diese Stufe, wie gesagt, Fische, die kennen keinen Besitz, unter diese Stufe soll also die christliche Moral uns führen. Diese Moral ist auch anti-evolutiv. Wenn der Tüchtige nämlich alles weggibt und dem Untüchtigen gibt, dann wird der Untüchtige dadurch am Leben erhalten, er wird sich fortpflanzen und damit wird die Evolution um Jahrzehntausende zurückgeworfen. Brot für die Welt bedeutet Asylanten für Deutschland.
Die, die sonst infolge ihrer eigenen Unfähigkeit zur Daseinsvorsorge verhungert werden, die setzen jetzt ein halbes Dutzend Kinder in die Welt. Und weil die natürlich selbstverständlich dort auch nicht überleben kommen, da setzen die sich dann als Asylanten in Bewegung, um dann hierher zu uns zu kommen. Jede Wanderung aber führt zur Vermischung, sodass die Leistungsfähigkeit der Mischbevölkerung sinken muss. Wenn sie so stark gesunken ist, dass die Sozialparasiten nicht mehr erhalten werden können, findet wieder die Auslese statt. Der Untergang der Staaten, der Auflösung in Sippen und Horden, die sich gegenseitig bekämpfen. Das Christentum hat 2000 Jahre Geistes- und Kulturgeschichte der Antike verschüttet, kaputt gemacht. Es droht 50.000 Jahre Evolution zu vernichten. Die Umverteilung des Reichtums von uns in die dritte Welt, das Nord-Süd-Gefälle, sind einige der Schlagworte, die christlich motiviert sind, mit denen heute Politik gemacht wird. Kann das alles Zufall sein? Ich meine, nein. Heinrich Heine hat es meines Wissens als erster ausgesprochen. Heinrich Heine hat sich über den christlichen Antisemitismus lustig gemacht und hat doch gesagt, wieso denn? Ihr Christen seid doch von Paulus eingesetzt worden zu jüdischen Zwecken. Saulus war ein Verfolger der Christen. Er war überzeugter Jude, Nationaljude, und er hat die Christen wegen ihrer zersetzenden Moral als eine Gefahr des Judentums gesehen. Und dann kam Damaskus, dann kam seine Erleuchtung, dann wurde er zum Paulus und laut Heinrich Heine, den ich hier zitiere, dann wurde er zu Paulus, weil er erkannt hatte, dass die einzige Möglichkeit, das starke römische Weltreich zu stürzen, eine psychologische Kriegführung ist. Von außen mit Waffen war dieses römische Weltreich nicht zu vernichten. Der Makkabäeraufstand hat es gezeigt, verschiedene Aufstände auch. Die Juden konnten nicht frei werden gegen dieses Weltreich Rom. Es sei denn, sie zersetzten es von innen her. Sie machten es von innen kaputt, indem sie die Moral der Römer untergruben. Dazu sollte das Christentum dienen. Und Paulus hat ja bezeichnenderweise eben bei den Heiden missioniert, bei den Nichtjuden missioniert, um dort ins Zentrum hinein das zu tragen. Petrus ist angeblich ja sogar in Rom gestorben. Das heißt, man ist gleich ins Zentrum gegangen. Man wollte diesen römischen Staat vernichten. Manche von Ihnen kennen vielleicht auch die Aufsätze von Eli Ravitch im Century Magazine Anfang dieses Jahrhunderts, der genau dasselbe ausgesprochen hat, auch er Jude wie Heinrich Heine. Und auch Nietzsche, ein Geist, der wirklich Überragendes geleistet hat, hat sich hierzu geäußert. Ich zitiere ihn. Ich habe in meiner Genealogie der Moral zum ersten Male den Gegensatzbegriff einer vornehmen Moral und einer Ressentiment-Moral psychologisch vorgeführt. Letztere aus dem Nein gegen die erstere entsprungen. Aber dies ist die jüdisch-christliche Moral ganz und gar. Um Nein sagen zu können zu allem, was die aufsteigende Bewegung des Lebens, die Wohlgeratenheit, die Macht, die Schönheit, die Selbstbejahung auf Erden darstellt, muss hier sich der Genie gewordene Instinkt des Ressentiment eine andere Welt erfinden, von wo aus jene Lebensbejahung als das Böse, als das Verwerfliche an sich erschien. Psychologisch nachgerechnet ist das jüdische Volk ein Volk der zähesten Lebenskraft, welches unter unmögliche Bedingungen versetzt, freiwillig aus der tiefsten Klugheit der Selbsterhaltung die Partei aller Dekadenzinstinkte nimmt. Nicht als von ihnen beherrscht, sondern weil es in ihnen eine Macht erriet, mit der man sich gegen die Welt durchsetzen kann. Die Juden sind das Gegenstück aller Dekadenz. Sie haben sie darstellen müssen bis zur Illusion. Sie haben sich mit einem Nonplusultra des schauspielerischen Genies an die Spitze aller Dekadenzbewegung zu stellen gewusst, als Christentum des Paulus, um aus ihnen etwas zu schaffen, das stärker ist als jede ja-sagende Partei des Lebens. Die Dekadenz ist für die im Juden- und Christentum zur Macht verlangende Art von Mensch eine priesterliche Art, nur Mittel. Diese Art von Mensch hat ein Lebensinteresse daran, die Menschheit krank zu machen und die Begriffe Gut und Böse, Wahr und Falsch in einen lebensgefährlichen und weltverleumderischen Sinn umzudrehen. Der Christ und der Anarchist, beide Dekadenz, beide unfähig, anders als auflösend, vergiftend, verkümmernd, blutaussaugend zu wirken. Beide der Instinkt des Todhasses gegen alles, was steht, was groß dasteht, was Dauer hat, was dem Leben Zukunft verspricht. Das Christentum war der Vampir des Imperium Romanum. Es hat die ungeheure Tat der Römer, den Boden für eine große Kultur zu gewinnen, die Zeit hat, über Nacht ungetan gemacht. Und weiter. Paulus, der Fleisch, der Genie gewordene Chandala-Hass gegen Rom, gegen die Welt, der Jude, der ewige Jude par excellence. Was er erriet, das war, wie man mit Hilfe der kleinen sektierischen Christenbewegung abseits des Judentums einen Weltbrand entzünden könne,
wie man mit dem Symbol Gott am Kreuz alles Untenliegende, alles heimlich Aufrührerische, die ganze Erbschaft anarchistischer Umtriebe im Reich zu einer ungeheuren Macht aufsummieren könne. Das Heil kommt von den Juden. Dies war sein Augenblick von Damaskus. Er begriff, dass er den Unsterblichkeitsglauben nötig hatte, um die Welt zu entwerten, dass der Begriff Hölle über Rom noch Herr wird, dass man mit dem Jenseits das Leben tötet. Soweit Nietzsche. Christentum als Mittel zum Zweck, das verhasste Rom zu zerstören, Judäa damit freizumachen, die erste psychologische Kriegführung der Geschichte. Die Christen durften in Rom nicht Kriegsdienst leisten, sie durften keine Staatsämter übernehmen. Deswegen haben die römischen Herrscher, die Cäsaren, die Christen verfolgt. Sie waren sonst tolerant. Jede Religion konnte in Rom gepredigt werden. Aber das Christentum war staatsfeindlich und deswegen wurden die Christen verfolgt. Doch die Sklavenmoral siegte und segnete anschließend die Waffen und setzte die Staatsmacht zur Zwangsmissionierung ein und fälschte in die Bibel das Wort seit Untertan der Obrigkeit. Wenn das Christentum von einem anderen Volk als Zersetzungsreligion eingesetzt wird, dann ist es unsere Aufgabe, wenn wir unser Volk erhalten wollen, uns dieser Zersetzungsreligion zu widersetzen. Ich meine Ihnen hier einige Beispiele gegeben zu haben, das Thema Christentum ist unerschöpflich. Ich könnte noch zahlreiche andere Argumente gegen das Christentum bringen, aber ich habe die herausgegriffen, die am krassesten gegen unseren Lebenswillen als Volk, als Nation stehen, die am krassesten diesen Lebenswillen bedrohen. Die habe ich hier herausgesucht. Und ich glaube, es wird jetzt verständlicher, mit welcher Erbitterung die Großen unseres Volkes das Christentum gesehen haben. Hebbel sprach vom Christentum als dem Blatterngift der Menschheit. Und Nietzsche sagte, das Christentum war bisher das größte Unglück der Menschheit. Die christliche Moral ist ein Krebsschaden an unserem Volke. Und solange es nicht gelingt, hier bei uns diesen Krebsschaden auszumerzen, werden wir keine nationale Wiedergeburt erleben. Ich verweise auf einen Aufsatz in der Deutschen Wochenzeitung zu einem Zeitpunkt, als ich noch nicht Dr. Frei hatte und als sie nur von früheren SS-Leuten herausgegeben wurde. Und in diesem Aufsatz stand drin, als die Kap Anamur, dieses Schiff, was der Vietnamesen auffischte und dann hierher zu uns brachte, als das nur nicht mehr fuhr, da stand wortwörtlich drin, wir müssen uns schämen, dass dieses Schiff jetzt nicht mehr fährt. Wenn man den Verfasser gefragt hätte, ob er Christ ist, hätte er das entrüstet abgelehnt, hätte er gesagt, ich bin schon 1936 aus der Kirche ausgetreten. Aber diese christliche Moral, die steckt denn noch in ihm drin. Und unsere Aufgabe muss es sein, diese christliche Moral in uns und bei anderen zu bekämpfen, damit unser Volk wieder Möglichkeiten zum Aufstieg hat. Ja, lieber Jürgen Rieger, da hatte man ganz den Eindruck, das war so ein Leib- und Seele-Thema für Sie. Auf großartige Weise gelöst. Und da, wo Sie begonnen haben, möchte ich anfügen, es wird wahrscheinlich kaum einer hier im Saale sitzen, der dem nicht aus ganzem Herzen beipflichten könnte, der auf der anderen Seite stünde. Vielleicht darf ich noch einen Satz anfügen, das Ganze noch einmal zusammenzufassen. Der Begriff Gut-Böse, den ja die christliche Moral aufgestellt hat, ist also sehr relativ. Für uns stellt sich der Begriff oder hat der Begriff Gut-Böse eine ganz andere Größenordnung und Bewertung. Gut ist für uns, was dem Lebensgesetz dient. Böse ist, was dem Lebensgesetz zuwiderläuft. Gut ist das Leben bejahende, lebenswirkliche.